Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. Beim letzten Mal haben wir den Hammer Saurons besiegt und sind da auf eine Dame namens... jetzt kann ich mal kurz... Skins wechseln. Wir nehmen mal wieder Talion. Zack, weiter geht's. Genau. Was soll ich sagen? Wir haben beim letzten Mal den Hammer Saurons platt gemacht und dann eine junge Dame namens Litariel getroffen. Die uns irgendwas davon erzählt hat, dass uns irgendeine alte Königin am See irgendwas darbringen soll. Und jetzt sollen wir zum See reisen. Oder zum Brunnenmeer oder was auch immer. So. Also machen wir uns mal auf. Das wird nämlich recht interessant werden, glaube ich, was uns die junge Dame dann da erzählt. Einführung, neues Gebiet, bla bla bla, Wir schalten jetzt ein neues Gebiet frei und danach können wir dann mit dem Button hier auf der Karte zwischen den Gebieten reisen. Der Bote. Mach dich bereit, Litariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Aha, jetzt sollen wir ein Zwerg finden, Ghule verprügeln und irgendwas von Morgoths Narbe klauen. Naja, mal gucken. Ja, weiter geht's. Hui, jetzt muss ich. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden.
Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Jetzt muss ich gehen, wollte ich sagen. Oh, wir müssen erstmal die ganzen Türme wieder erneuern. Klar, klar. Hatte ich fast vergessen. Und gleichzeitig aber noch die Mission machen. In der Postmahlzeit. Mein mir unbekanntes Haus der Elben. Ist dies nun mein Erbe? Gott, hier gibt es wieder so viel Ethylen und wieder 10.000 Artefakte zu sammeln. Oh, stimmt ja. Naja, das Ethylen, das können wir auch mitnehmen. Die Königin, deine Vergangenheit. Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie können beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Nanichir, Gelaia Mordor. Ach, der nervt wieder damit, okay. Aber für das coole Zeug haben wir noch nicht genug. Dann brauchen wir jetzt noch 1000 weitere wenigstens. Klappe. Vielen Dank, Fremder. Bitte, bitte. Die Natur gedeiht nur. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. Was ich halt in diesem Spiel wirklich gut finde, ist, dass man mal einen Blick hinter die Kulissen wirft. Danke, Waldläufer. Wie dieser ganze logistische Aufmarsch in Mordor funktioniert. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Da ist unsere Spur. Wie führen wir Marvin später? Ich weiß nicht. Ich würde aber sagen, das ist nicht sehr nett. Zack, absorbiert. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Kämpft immer ruhig mit den Kargor, das ist mir relativ wurscht. Ja, das war's für ihn, würde ich sagen. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Erreiche das Artefakt der Vision, ohne die Ghulschar anzudocken. Okay. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Aha. Hier oben bleibe ich ungesehen. Achso, geht nicht. Kann ich nicht aufnehmen, weil... Voll, okay. Und ja, man merkt, ich bin müde. Meine Artikulation wird schlechter und meine Gedanken langsamer. Wenn sie uns überwältigen wollen. Ich muss auch die Tage immer so früh aufstehen. Ich komme gar nicht mehr dazu, hier in Ruhe aufzunehmen. Da ist ein Artefakt, dann will ich natürlich. Oder? Oder wo bist du? Der verdammte Grauk hat mich bewusstlos geschlagen. Und? Oder? Hey, du, Windsparte. Nein, das darf nicht sein. Das ist meine Schuld. Ich hätte besser vorbereitet sein sollen. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hätte ein besserer Jäger sein sollen. Ich werde dich rächen, Bruder. Ich werde diesen Grauk in deinen Namen jagen.
Und ich werde zu dem Jäger werden, den du dir immer gewünscht hast. Da hat wohl jemand seinen Bruder verloren. Er hat seinen Bruder verloren. Jäger und Gejagte. Der Tod holt sie alle. Ich habe das Gefühl, die Gutscha ist sauer, weil ich hier bin. Aber nur so eine Vermutung. Die Ghule wissen, dass wir hier sind. Ich spüre, wie sie unter meinen Füßen umherkriechen. Aha. Was ist denn das für ein Bullshit? Wieso können wir die Ghule nicht einfach alle töten? Die beste Strategie ist es, ungesehen zu bleiben. Ja, das hatten wir schon. Aber ich folge doch hier den Schritten, die der andere Ghul hinterlassen hat. Das ist doch das, was ich machen soll. Oder hier nicht? Oben bleibe ich ungesehen. Da muss ich jetzt echt irgendwie hier... So Pi mal Daumen durch die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Da ist Ithil, den das ich nicht mitnehmen kann. Mann, Spiel. Also ehrlich. So, ich habe nichts anders gemacht als beim letzten. Dein Erbe muss ich dort befinden. Gefertigt von Dunkelherrscher selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Okay, dann Oberpsycho. Cool, töten wir ihn. Schießen wir 5 Pfeile in ihn rein und dann ein Brandpfeil findet die Kreatur garantiert lustig. Oh, ich kann ganz viele Elbengeschosse sammeln. Na und? Ist ja nicht schlimm, wenn ihr sterbt. Wacht ihr einfach wieder auf. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Ja, es dann lauft doch, Mensch, Stadion. Hallo, hochklettern. Da, lauf doch, Junge. Ja, du sollst es sich gegen den auch sammeln, Mensch. Danke.
laufe jetzt einfach weg zum nächsten Feuer. Der Eingang der Höhle liegt vor uns. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Ich wollte doch gerade sagen. Mal was ich will, danke. So, wenn Talion jetzt dann weglaufen würde, wäre das ja mal richtig praktisch. Zack. So, wurde getötet. Sag mal, lauf doch! Junge! Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's hier dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan! Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Ich find's schön, wie einfach der Blick ausgereicht hat, dass Talion wusste. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmieden. Ja, wir hören uns gleich an, was Celebrimbor zu sagen hat. Vorher holen wir uns aber erstmal doppelter Angriff. Sehr wichtige Fähigkeit. Ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Ja, für diejenigen, die das nicht wissen. Ich weiß nicht, wer die drei Elbenringe bekommen hat. Aber ich weiß, dass Galadriel den Wasserring bekommen hat. Und von der Zeit her reicht es noch, dass wir die Königin des Meeres Mission machen können. Und falls euch wundert, warum ich jetzt so fixiert auf die Story bin und ich erstmal das neue Gebiet erkunden will. Das liegt an einer bestimmten Sache, die wir hier freischalten können, wenn wir die Hauptmission machen. Und die kommt bald. Genau, kommt jetzt sogar. Cool, glaube ich. Königin des Meeres, entdecke das Wissen Königin Marwens über die Macht des Geistes. Ich hab den Mithril-Hammer. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die Schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen.
brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Wie? Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Ja, das war seltsam. Aber gut. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Begib dich so schnell wie möglich zur Festung am Meer, ohne entdeckt zu werden. Das ist die Idee. Auch wenn ich nicht verstehe, warum ich nicht entdeckt werden darf. Aber na gut. Aha, also heißt es, dass ich denen ausweichen muss. Naja. Ich habe vergessen, wie merkwürdig die Mission war. Klar, Ork-Patrouille. Warum nicht, wenn es eilig ist und man nicht entdeckt werden darf. Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Fähigkeit freigeschaltet. Brandmarken. Wenn du deine Gegner aufzehrst, werden sie nun auch gebrandmarkt und zu deinen Gefolgsleuten. Also alle Aufzehrungsfähigkeiten brandmarken jetzt auch. Also auf gut Deutsch, das, was wir immer gemacht haben, um an Geschosse zu kommen, das hier macht aus den Orks meine Orks. Du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Die Menschen, unsere Plage. Mann, berauben uns unsere Länder. Doch Schluss! Wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit! Klappe. So. Der Hals, der Kopf, der Bauch. Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Ich bin bereit für den Tod. So. Entdeckt. Ja, wenn der die nicht brandmarkt, wenn ich sage, dass sie brandmarken. Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, ja, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese. Was haben wir doch gerade gesehen? Wieso ist denn hier safe davor und nicht danach? Was ist das für ein Blödsinn? Genau, ja. Egal. Das ist es, was wir jetzt hier machen. Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr. Seht euch diese Menschen an, die nur hier sind, um uns zu töten. Heute nicht. Das Zeitalter der Menschen ist vorüber. Das Zeitalter der Menschen hat noch gar nicht angefangen. Das Zeitalter der Menschen kommt, beginnt doch erst am Ende von die Rückkehr des Königs, oder nicht? Das ist doch, wir befinden uns doch gerade im Zeitalter der Ringe. Oder nicht? Oder welches? Ist das erste oder das Zeitalter der Elben? Wenn ich mich, also ich bin absolut kein Experte, ja? Aber meines Wissens nach war das erste das Zeitalter der Elben. Ne, genau, das zweite war, glaube ich, das Zeitalter der Ringe. Dunkelheit, begrüße das Licht. Was? Habt ihr das gehört? Oder
irgendwie so. Rondoraner sind unsere Invasion. Möge die silberne Hand dich leiten. Oder irgendwie so. Also es gab, glaube ich, ein Zeitalter der Elben, es gibt ein Zeitalter der Ringe und es gibt das Zeitalter der Menschen. Aktiviere die gebrandmarkten Schützen. Ja, machen wir gleich. Meine Augen sind die deinen. Zack. Guck mal, was sie jetzt machen. Das hier macht jetzt nämlich auch. Pass auf, was ich übrigens gekauft habe, die Doppelfähigkeit ist, dass wir zweimal, wenn wir unsere Trefferserie aufgeladen haben, eine Technik ausführen können. Also einmal und zweimal. Kann man natürlich nutzen, um sich selbst aufzuladen. Und um sich viele Gefolgsleute zu holen. Schickt die Frau von der Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage... Sagt doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. Das war zum ersten Mal, dass man die Stimme von Sauron gehört hat. Nein. Ihr seid dort die Verstärkung, oder? So. Sag mal. Himmel, was ist das für ein Chaos? Ich habe so das Gefühl... Falsche Kombi. Was ist das? Ich weiß nicht, was das Spiel direkt total durch. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Ja, ab jetzt können wir Uruks zu unseren Gefolgsleuten machen. Und damit würde ich sagen, das war's für den Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.